Nach der dritten Nacht hier auf dem Campingplatz in Kopenhagen starte ich heute meine Rückreise nach Deutschland in 3 Etappen. Guten Morgen. So, es ist jetzt 12:45 Uhr. Ist mal wieder später geworden, aber völlig in Ordnung. Ich will in 3 Etappen zurückfahren nach Hamburg. Heute Morgen hat es noch geregnet und das habe ich noch abgewartet, gemütlich Kaffee getrunken, noch geduscht. Und ja, jetzt dachte ich nach dem Regen, guck's mal nach deiner Kette, weil ich habe ja einen trockenen Schmierstoff. Das ist hier schon ein bisschen rostig. Das ist eine relativ neue Kette. Und ja, der trockene Schmierstoff ist für Nässe absolut nicht geeignet. Ich benutze es jetzt aber nochmal, es soll heute nicht mehr regnen. 30% Regenwahrscheinlichkeit, man weiß es ja nicht. Ja, ich bin schon ein bisschen unterwegs, bin durch Wohngebiete gefahren. Eigentlich glaube ich die gleiche Strecke wieder zurück, wie ich gekommen bin. Und jetzt geht es an diesem grünen Gürtel in den Wehranlagen wieder Richtung Süden. Ja, was ist mein Fazit zur Fahrradmetropole Kopenhagen? Ich hatte gestern noch mal ein Video gesehen von Not Just Bikes. Also ein Kanal, den ich sehr empfehlen kann. Der ist englischsprachig. Das ist ein Amsterdamer, glaube ich, der den Verkehr analysiert und kritisiert und auch vergleicht mit dem Verkehr in den USA. Und er meinte, Kopenhagen wunderbar, so tolle breite Radwege. Hat er aber kritisiert, dass er in den Kreuzungen oft recht unübersichtlich wird. Also gerade beim Abbiegen weiß man nicht, ist das Gehweg, ist das ein Fahrradweg. Und da wünscht er sich wie in Amsterdam rot eingefärbte Radwege. Dazu meint er, dass es sehr viele breite Straßen gibt, die leer sind. Das ist mir auch aufgefallen. Es ist relativ wenig Verkehr hier. Und es kaum Straßenbäume gibt. Was in Amsterdam überhaupt nicht der Fall ist. Da gibt es viel mehr Grün. In Hamburg auch, finde ich. Also was die Innenstadt betrifft, hier ist natürlich wunderbar. Nach 600 Metern leicht links abbiegen. Ja, ansonsten ist es toll zu fahren. Ich bekomme so ein bisschen die Tränen, wenn ich mir das hier angucke und an Hamburg denke, wie da das Geld wirklich falsch ausgegeben wird. In neue Radwege, die wirklich falsch konzipiert sind. Viel zu schmal und komische Radien. Um nur ein Beispiel aus Hamburg zu nennen, hier sieht man die Einfahrt zur Fahrradstraße umgestalteten Fahrbahn. Und so wie der Rollerfahrer hier rechts im Bild, fährt aber auch jeder, einschließlich mir. Ich fahre hier täglich 2-mal dran vorbei und ich habe noch nie jemanden gesehen, der hier auf diesen roten Handtüchern fährt. Es wird hier komplett an der Praxis vorbei geplant. Ach, schade um das Steuergeld. Dann nicht baulich abgetrennt und so weiter. Also das tut mir schon weh. Ja, nichtsdestotrotz, ich wohne hier nicht, muss wieder zurück nach Hamburg. Und ich freue mich auf die Rückfahrt. Hier, das wäre hier zum Beispiel so eine breite, leere Straße. Also es ist wirklich wenig Verkehr. Und trotz der super breiten Radwege empfiehlt es sich immer schön rechts zu fahren, weil hier teilweise echt Rennradfahrer mit Carraro ankommen. Ja, bekanntlicherweise steht ja Kopenhagen als die Fahrradstadt ganz oben auf Nummer 1. Allerdings ist das ja immer von den Einwohnern selbst gewählt. Also von dem her ist es nicht ganz subjektiv, ganz klar. Ja, man merkt einfach den Respekt gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern. Ich habe in der Zeit, in der ich jetzt da war, ich war ja 2 volle Tage in Kopenhagen, nicht einmal erlebt, dass sich Autofahrer oder Radfahrer in die Haare gekriegt haben. Das ist in Hamburg anders, da habe ich das täglich. Und bei Nahunfälle sehe ich auch fast täglich. Das war hier nicht der Fall. Und der Respekt ist einfach da, wie gesagt. Selbst wenn jemand auf der Ausfahrt kommt, da wird gewartet in Ruhe, obwohl 3-4 Autos hätten noch durchfahren können. Das ist so hier echt die Regel. Die Leute sind viel gelassener, haben nur die Ruhe weg. Bei uns ist da schon stressiger. Ich könnte nicht heulen. Gerade Durchschnitt hier dieser Radweg, den ich schon jetzt bestimmt seit 10 Kilometer fahre. Eine Landstraße. Ich kam an, relativ starker Verkehr. Von Weitem haben die Autofahrer signalisiert, hey,
kannst fahren. War auch ein Zebrastreifen. In Deutschland wäre es mal eine Bettelampel gewesen. Da hätte ich bestimmt 3 Minuten warten müssen. Absteigen, drücken, warten. Hier. Ich will das auch haben. So, bin jetzt etwa 25 Kilometer gefahren, nonstop. Ja, und jetzt bot sich hier an diesem riesen Sportgelände die Toilette an. Die ist auch kostenfrei. Und da ich mein Fahrrad hier nicht draußen stehen lassen will, nehme ich das Behindertenwitz. So, dann kann ich mir Zeit lassen. Das ist sogar warmes Wasser. Gut. Jetzt habe ich doch mal nach 35 Kilometern hier Halt gemacht bei diesem Bäcker. Sah gut aus und ich konnte wieder mit Karte zahlen. Also musste ich bisher doch keine Kronen wechseln. Ich musste mich dann doch reinsetzen, weil es dann anfing zu regnen. Ja, es ist jetzt 15.20 Uhr. Ich habe jetzt 53 Kilometer gemacht. Bin echt so durchgetreddelt. Im Tourmodus. Ja, war schon ziemlich sportlich. Bin auch gut am Schwitzen, obwohl es nicht sehr warm ist. Aber ich habe mir einen Campingplatz ausgesucht in ungefähr 35 Kilometer an der Ostsee wieder. Genau, da wären es dann insgesamt 90 heute. So viel habe ich mir gar nicht vorgenommen, aber ist in Ordnung. Also die Strecke ist wirklich nicht spannend und deswegen filme ich da jetzt auch nicht großartig. Aber es wird nachher wieder schöner. Und Regen soll auch aufhören. So, bin mittlerweile wieder von der Straße runter. Ging echt lange an der Landstraße, immer geradeaus. Das war gut, um Kilometer zu machen. Es waren noch viele Radreisende zu sehen. Jetzt fahre ich hier wieder an die Küste und bin auch wieder in der Kommune Faxe. Faxe. Ja, auf dem Wetterradar sieht das ja etwas harmloser aus als in der Realität. Ich denke immer, dass es gleich aufklaren sollte. Dem ist scheinbar nicht so. Naja. Ja, für mich ist das Highlight so einer Tour auch immer der Campingplatz. Immer neue Campingplätze. Ich könnte nicht auf den gehen, wo ich vorgestern noch auf der Herrtour war. Aber den kenne ich ja schon. Deswegen habe ich jetzt einen anderen angesteuert. Auf den waren 3 Radreisende. Das waren 2 Jungs. Oh, die waren so um die 30 mit dem 11-jährigen Sohn. Dann kann er nicht 30 sein. Obwohl, ja, ein bisschen älter wahrscheinlich. Die wollten weiter nach Oslo und die waren auch auf dem Platz und haben die 90 Kilometer, auch der 11-jährige, also praktisch die gleiche Strecke gemacht wie ich jetzt. Nicht dieselbe, aber ungefähr die gleiche. Ja. Jetzt setzt wieder ein bisschen Regen ein und ich fahre weiter. Ich mache kaum Pausen, weil es gibt auch keine Bänke. Der Ecke Engang eng Bank her. Oh, noch 18 Kilometer bis zum CP. Ja, was ja merkwürdig ist hier, also ich habe lange kein Dorf mehr gesehen, aber überall Siedlung. Also man fährt so 500 Meter, da sind nur 2, 3 Häuschen wieder. Dann wieder so ein paar 300 Meter, wieder ein paar Häuschen. Ja.
Aber es ist echt schön hier, muss ich sagen. Sieht aus wie Erbsen. Aber wenn die jetzt reif wären, das wäre geil. Ich schau mal. Oh, die sind ja ganz flach. Schade, schade, schade. Die da? Nee. Aber nix. Oh, ein alter 190er. Hatte mein Onkel auch, als ich Kind war. Aber der war damals schon alt. Also der Onkel, das Auto. Sag mal, wisst ihr, was das hier für eine Pflanze ist? Ist das irgend so eine Rhabarber-Abart? Rhabarber-Abart? Keine Ahnung. Sieht so tropisch aus. Hier fährt sogar eine Faxebahn. Oh, ich habe es gerade so genossen, die Ruhe. Und jetzt eine Baustellenabsperrung, aber überhaupt kein Problem. Folgen Sie diesem Track. Cool. Oh, hält das mich aus? Erster Gang, jawohl. Ich liebe solche Baustellen. Jo, weiter geht's. Fette Fett. Elmü. Komische Namen hier. Es sind, glaube ich, noch so 5 Kilometer. Und die genieße ich noch. Ja, da wären es 90 gewesen. Oh, ich bin etwa um 16:45 da. Um 11 bin ich los, kann man sich ausrechnen. Ja, echt ein paar Kilometer gemacht heute. Und war nicht sonderlich aufregend, jetzt durch die Landschaft. Super schön, ja, wieder mal. Wetter könnte noch ein bisschen schöner sein. Aber ist okay, ich kann nicht mosern. Dann hätte ich ja noch ein bisschen Zeit. Heute ist Donnerstag, Sonntag wollte ich zu Hause sein. Im Prinzip 2 Tagen könnte ich schaffen. Oder ich könnte es an einem Tag sogar schaffen. Also werde ich irgendwie im Zickzack hier noch in Dänemark rumfahren. Und ich wollte auf jeden Fall dann noch mal eine zusätzliche Nacht hier bleiben. Deutschland auf Burg oder ach, Fehmarn gefällt mir nicht so. Verkehrsberuhigung. Bin schon da. Achtung, Verkehrsberuhigung. Hui. Das ist ganz anders vorgestellt. Oh, schön hier. Das ist, glaube ich, ein riesen Platz. Mal schauen. Das ist eigentlich die Rezeption. Hier wartet schon den Grill. Die Anmeldung geht ja schnell. Das ist ja ein Riesenplatz hier mit riesen Veranstaltungsbühne und so. Ja, mein Platz hat er mir zugewiesen. Da fahre ich jetzt hin, habe eine Zugangskarte. Schau, mit dem Platz 152. Das ist 2 Reihen hinterm Sanitärhaus. Verkehrsberuhigung. Das ist mein Fahrrad dabei, habe hier. So, das ist mein Platz. Da hinten ist die Steckdose. Jetzt muss ich nur gucken, dass mein Kabel reicht, damit ich den Strom auch im Zelt habe. Jetzt müsste ich mir meine Tasche davor stellen. Deswegen baue ich erstmal meinen Stuhl auf, um mir Gedanken zu machen. Und ein bisschen was zu trinken. So, bis hierhin reicht doch schon mal. Verlängerung habe ich auch noch dabei. Hier wäre noch mal mindestens 5 Meter. Jo, das reicht doch. Ist doch ewig lang, ne? Das Kabel. Ja, es war jetzt nicht wasserfest, aber da hinten an der Steckverbindung mache ich diese kleine Pseudo-Ortlieb-Tasche dran. Und genau, kann ich mein Zelt hier aufbauen, wo es so einigermaßen hier eben ist. Schönes Plätzchen. Super. Mann, ich habe gerade realisiert, was ich für diesen Campingplatz bezahlt habe. 490 dänische Kronen.
geteilt durch 7,44, das sind 65 Euro. Also, wie habe ich noch nie bezahlt? 27 war schon mal viel oder 30. Vielleicht waren es nochmal 32, aber 64 Euro. Da müsste aber das Essen mit drin sein. Oh, meine Fresse. Naja, was soll's. Ist ja auch mal nett hier. Bei dem Preis werde ich morgen so spät wie möglich hier abreisen, damit ich hier den Platz so lange wie möglich auskosten kann. Das rechtfertigt wenigstens mal meine gemütliche Abreise jeden Tag. Nice. Ja, wie immer zuerst die Zeltunterlagen. Gucken, dass die Clips nach oben zeigen. Und dass keine Tannenzapfen hier rumliegen. Ich sollte mal gegen die Windrichtung machen. So. Dann das Innenzelt. Hat die gleiche Grundfläche. Dann kommen die Stangen. Dann wird das Innenzelt eingehängt. Letztendlich das Außenzelt und unten eingeklipst. Na, man soll es noch richtig rummachen. Ja, im Wesentlichen war es das schon. Und dann noch ein paar Heringe rein. So, hier die Enden nochmal abspannen. Ich habe mal ein bisschen auf dem Campingplatz umgesehen. Gibt es auch direkt einen Strandzugang? Ah, ich habe Hunger, das ist mir jetzt wichtiger als baden zu gehen. Mann, das wäre ein Kindheitstraum gewesen von mir. So ein Ding will ich mich gerne mal hier durch die Gegend wühlen, echt. Alles platt machen. Jetzt schauen wir mal die Preise an, ob ich noch Geld übrig habe fürs Essen hier. Oder mein Schweinegulasch, was ich seit Monaten schon mit mir rumschleppe. Monaten, wirklich. Das habe ich, glaube ich, weiß ich, seit Ewigkeiten mit dabei. Jo, dann schaue ich mal. So, jetzt kriege ich meine Getränkeabteilung von dem Supermarkt hier. Vom Campingplatz. Das ist eine einzige Kühlzelle. Das sind, glaube ich, hier 4 Grad. Echt angenehm. Ja, schon ein bisschen verrückt. Da ist man jeden Tag irgendwie, oder zumindest die zweite Hälfte des Tages, ziemlich einsam unterwegs und plötzlich ist man in so einem Vergnügungspark. Boah, ich finde das okay. Preis war jetzt ein bisschen happig. Muss nächstes Mal gucken, dass wieder ein bisschen ruhiger oder kleinerer Campingplatz wird. Nur mal so als Anhaltspunkt, das waren 19 Euro, die beiden Dinge. Aber ich muss sagen, das Sandwich ist so ein Chicken-Sandwich, das ist richtig lecker. Ja. Richtig lecker. Gehen wir doch noch mal zum Strand und gucken. Muss ja mal schauen, für was ich hier bezahlt habe. Jo, hier gibt es noch so einen direkten Strandzugang. Das will ich doch gleich mal ausnutzen. Wenn ich das hier auf dem Lageplan gesehen hätte, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht realisiert. Oh, das ist ja herrlich hier. Cool, ne? Ja, hier sinkt man ganz schön gut ein mit dem Stuhl. Ach, herrlich.